Ho, 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 nee, das ist falsch. Was sagt man denn zum Halloween? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht ho, ho, ho. Es ist Halloween-Zeit, yeah. Und was machen wir heute? Ein Pumpkin. Ein Hokkaido-Kürbissuppe machen wir heute. Diesen Hokkaido-Kürbis verarbeiten wir heute zu einer Suppe. Das haben wir schon mal gemacht. Aber dieses Video, das ist so noch nicht mit unserem neuen Equipment gemacht. Das ist noch, auf Deutsch gesagt, scheiße dunkel da drin. Deshalb machen wir das Ganze nochmal neu. Jetzt kommt unser Trailer und dann geht das sofort los. Als erstes werde ich mal wieder eine Zwiebel klein schneiden. So Standardtechnik. Und schmeiß die dann gleich mal in den Topf. Ich habe mir 4 Bio-Karotten genommen, habe die gerade schon mit der Bürste ein bisschen geschrubbt. Die werde ich jetzt hier der Länge nach aufschneiden. Da muss man so ein bisschen aufpassen, damit man sich nicht in die Finger hackt dabei. Besonders, wenn man ein richtig schönes, scharfes Messer hat. Und dann werde ich die halt einfach nur so in solche Streifen schneiden. Das reicht ja für unsere Suppe völlig aus. Mein Holzbrett ist so hart. Das ist ein Teakholzbrett, das macht einen Lärm. Kann man sich gar nicht nebenbei unterhalten. Ärger. Also, ich melde mich gleich wieder, wenn ich das hier klein geschnitten habe, weil das ist einfach zu laut. So, ich habe mir ein schönes Stückchen Ingwer besorgt. Das werde ich hier mit dem Löffel schön schälen. Und ich werde da jetzt aber kein Chili reintun, weil ich glaube, die Schärfe von dem Ingwer wird völlig ausreichend sein. So, ich werde das jetzt mal eben hier schälen und dann geht das gleich weiter. So, den Ingwer habe ich jetzt schon mal so rudimentär geschält. Den werde ich auch gleich klein schneiden, aber den will ich nicht gleich am Anfang mit anbraten. Deshalb habe ich mir jetzt erstmal hier schnell meinen Hokkaido-Kürbis genommen. Den werde ich jetzt halbieren. Wunderbar. Eine Hälfte Hokkaido-Kürbis mache ich heute in unsere Suppe. Die andere Hälfte, da mache ich eine Bowl von. Da werden wir mit Karotte zusammen halt ein Topping für unsere Bowl machen. Kommt auch in den nächsten Tagen raus. Könnt ihr euch dann ansehen. So, das ist ein Bio-Hokkaido-Kürbis. Wir nehmen jetzt hier gleich mit dem Löffel einfach innen die Kerne raus. Und dann können wir den halt so aufschneiden. Und das geht jetzt mal los. So, ich habe jetzt hier einfach mal das Innere rausgenommen. Jetzt schneide ich mir den halt noch ein bisschen kleiner, damit ich den besser verarbeiten kann. Und dann werde ich den jetzt einfach in handliche kleine Quadrate, Würfel schneiden, die wir dann gleich im Topf anbraten können. So, jetzt haben wir klein geschnitten unsere Zwiebeln, unsere Karotten, unseren Hokkaido-Kürbis, den halben. Ich nehme jetzt einen Topf, den stelle ich auf den Herd, tue da ein bisschen Öl rein. Und dann braten wir das Ganze damit mal ein bisschen an. So, Öl ist schon mal im Topf. Das Ganze wird jetzt warm, hoffe ich. Ja, das wird warm. Sehr schön. Und dann können wir da schon so nach und nach unsere ersten Sachen hineintun. Riesenbrett voll mit Sachen. Ich schmeiß das da jetzt einfach alles mal rein. Das muss jetzt gleich alles schön angedünstet werden. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen was an Röstaromen produziert. Jetzt tue ich mein Ingwer da schön mit hinein, rühre das Ganze nochmal ein bisschen um. Lass den so ein ganz bisschen mit anziehen und dann werden wir das Ganze gleich so ein bisschen ablöschen. Ich tue da jetzt meine Brühe mit drauf. Ihr werdet euch jetzt alle fragen, der sagt überhaupt nicht, wie viel. Nein, brauche ich nicht, weil ich habe unten eine schöne Einkaufsliste. Die könnt ihr einfach anklicken, dann öffnet sich die. Und die könnt ihr euch auch ausdrucken. Und da steht genauestens drin, was ihr einkaufen müsst. Das ist Kokosmilch, die wir jetzt hier mit schön reintun. Dann rühren wir das Ganze nochmal schön um. Und dann kommt da gleich der Deckel drauf. Und dann muss das Ganze für 20 Minuten mal so ein bisschen garen. Genau.
Unsere Suppe ist jetzt hier am Köcheln. Das dauert ungefähr 18 Minuten. Dann ist das, glaube ich, alles so schön, dass wir das auch pürieren könnten. In der Zwischenzeit könnt ihr uns ja abonnieren, falls euch unser Channel gefällt. Uns einen Daumen nach oben geben, das Glöckchen anmachen. Dann verpasst ihr auch keine zukünftigen Videos von uns. Und habt ihr irgendeine Frage oder eine Anmerkung, schreibt es einfach mal unten rein. Ich habe jetzt neulich gerade die letzten Tage, ich hatte jetzt ein bisschen frei, habe ich abends immer so mein Lieblingsformat geguckt, das perfekte Dinner. Ich finde diese Sendung, das ist ein super tolles Format, aber was mich da wirklich abnervt ist, wie die Leute da gegenseitig sich bewerten, sich niedermachen, aber keiner sagt es dem anderen wirklich ins Gesicht. Es ist immer, wenn der andere nicht dabei ist, dann wird hinterm Rücken halt gesagt, ah, das Fleisch war aber kalt oder das war nicht ganz so geil oder der hat einen so hohen Skill und der hat von vornherein schon gesagt, dass er so toll ist. Und dann verbünden sich da die Leute untereinander. Das war jetzt gerade in der letzten Challenge so, dass die beiden Typen sich da so ein bisschen verbündet haben, weil der andere da ja schon das war jetzt gerade diese Grill-Challenge, weil der eine da halt auch schon ganz viele Pokale gewonnen hat und so. Ich finde das überhaupt nicht schön und ich hoffe, dass Vox demnächst sich mal was überlegt, wie sie das versuchen auch so ein bisschen einzudämmen, weil ich finde das echt schade. Ich finde dieses Format richtig geil und ich hätte im Grunde auch richtig Bock da mitzumachen, aber nicht auf den Preis, dass die Leute hinter meinem Rücken anfangen und über einen herziehen und man dann da im Endeffekt, weil die anderen gewinnen wollen, da irgendwie mit einer 7 nur belohnt wird, obwohl man sich da halt richtig viel Mühe gegeben haben. Weil die Leute geben sich da alle richtig Mühe und das kostet auch alles ein richtiges Geld, was die Leute da verwenden und dann kriegen sie dafür dann eine 5 reingedrückt oder eine 6 oder eine 7. Finde ich nicht schön. So, Schluss mit dem Rumgeschluder. Hier geht's beim Kochen weiter. Ich rühre hier zwischendurch mal um, es ist noch alles ziemlich hart und das muss alles noch kochen. Jetzt zu meinem eben Gesagten. Habt ihr auch irgendwie so ein Format, was ihr gerne seht? Schreibt das doch mal unten rein. Oder wenn ihr eine andere Meinung habt dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal was dazu sagen würdet. So, unsere Suppe köchelt hier schön vor sich hin. Wir werden die jetzt einmal da wegnehmen und dann gehe ich mit meinem Zauberstab da einmal drüber und püriere die einmal runter. Es wird jetzt mal laut. So, ich glaube, das Ganze ist jetzt fertig und wir können das wieder auf den Herd stellen. Ich tue da jetzt noch ein bisschen Sahne drunter. Und dann lassen wir das noch einmal ein bisschen warm werden. Schmecken das gleich noch mal eine Runde ab mit ein bisschen Pfeffer, Salz, frischen Muskat werde ich dann noch reinreiben. Und dann ist das, glaube ich, soweit fertig. So, dann tun wir noch ein bisschen Pfeffer drauf. Und noch ein bisschen Salz. Dann werde ich das Ganze mal umrühren und dann werde ich gleich mal kurz probieren. Ich habe hier noch so einen großen Pott mit ein bisschen Paprika, edelsüß. Das tun wir jetzt noch ein bisschen was rein. So, dann wird das noch untergerührt. Ich habe da jetzt in der Zwischenzeit noch ein bisschen mehr Salz reingetan, weil das, was ich da eben natürlich reingedreht habe, war natürlich viel zu wenig. Ja, meine Muskatnuss hat heute frei leider. Wieso? Verstehe ich nicht, aber treibt sich sonst worum. Die Eichhörnchen hat er die Muskatnuss. Ja, genau, die Eichhörnchen haben die mitgenommen. Freche Kerle. Müssen sofort vorbeikommen und die wieder bringen. Nein, ich muss mir Montag halt eine neue kaufen. Passiert halt mal. Ja, ich habe das jetzt schon zweimal probiert. Das ist eigentlich ganz geil. So, dann geht es auch schon ans auf den Teller tun. Anrichten sozusagen. Schön Schweinkram machen an den Kanten. Nein, habe ich nicht. Super, dann gibt es noch schnell einen zweiten. Sehr schön. Also, wie ihr gesehen habt, das ist natürlich ein ganz einfaches, schnelles Gericht. Ne? Das hat jetzt also mir maximal eine Stunde gedauert. Und dann noch ein bisschen Petersilie hier rüber. So, normalerweise gibt es dann noch irgendwie Saté bei uns dazu. Das haben wir jetzt heute mal nicht gemacht. Ging ja auch nicht darum, Saté zu machen, beziehungsweise
nur eine neue Version, wo man halt anschließend sehen kann, wie wir es gemacht haben, wie beim letzten Mal. Ich werde nochmal eine neue Version machen, wo wir auch noch Sellerie damit reintun. Ein ganz anderes Mischungsverhältnis. Kommt mit Sicherheit auch gut. Aber diese Suppe ist super lecker und sieht super gut aus. Und hat eine tolle Konsistenz. Richtig toll geworden. Ich hoffe, euch hat unser niedliches, kleines, schnelles Video gefallen. Wir wollen jetzt mal eben schnell unsere Hokkaido-Kürbissuppe aufessen. Ich freue mich da jetzt schon richtig drauf. Also, wie vorhin schon einmal gesagt, Daumen freuen wir uns drüber. Wenn ihr uns abonniert, freuen wir uns sowieso. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder auch Anmerkungen zu den Formaten im Fernsehen, wo halt gekocht wird, gut, gerne unten rein. Ich freue mich darüber. Vielleicht entsteht da ja irgendwie eine kleine Diskussion. Dann sagen Tschüss. Und Frank vom foodblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Das ist gar nicht so lange hin. Ich mache jetzt demnächst noch 2 schnelle Cocktails. Das sage ich ja schon ganz lange, dass ich das endlich tun werde. Ich werde es jetzt tun. Wir haben die ganzen Sachen da. Und es geht los. Bis dann. Tschüss, tschüss. Trying to stay strong and fake a smile.